Wow! Yep, meine Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Borderlands 3 Video. Und zwar geht es heute mal um eine ganz, ganz besondere Waffe aus Borderlands 3, die zumindest mich schon seit Release des Spiels verfolgt und auch irgendwie nicht verschwinden will. Die Woodblocker. Wer noch in Borderlands 3 unterwegs ist und nach dem heiligen Gral der legendären Waffen sucht, hat sie vielleicht gefunden. Aber auf keinen Fall in Form der Woodblocker. Die Woodblocker ist ein legendäres Scharfschützengewehr, hergestellt von Hyperion, und kann, wenn man das überhaupt möchte, im Hauptspiel gefarmt werden, ohne dass man einen DLC besitzen muss. Wer sich das Teil in seinen Inventar klöppeln will, kann entweder stundenlang auf ein Windrad schauen, vom Klippen springen, bis das Ingame-Geld komplett verschwunden ist, zur Abwechslung mal mit Lilith sprechen, Moin Meister, oder nach Eden 6 auf die Map Hochmoorbecken gehen, wo euch der Indo-Tyrant das heiße Gerät mit einer Chance von 10% entgegenschleudern kann. Egal was ihr davon tut, es hat denselben Effekt, was Schaden angeht. Habt ihr dann eine Woodblocker bekommen, lasst sie am besten liegen und werft dafür mit Steinchen auf eure Gegner, oder sucht das Weite und holt euch lieber eine weiße Waffe, um zumindest etwas Schaden zu machen. Die Sache ist nur, dass die Woodblocker gefühlt überall auftaucht und einen regelrecht verfolgt. Während man in Borderlands 2 teilweise hart farmen musste, um eine goldschimmernde Waffe finden zu können, taucht die legendäre Woodblocker überall dort auf, wo man es nicht erwartet. Hello. Droppt bei mir an einem Tag mal keine Woody, bleibt mir immer noch meine Community, die mir das Postfach mit dem Teil füllt. Danke, Jungs. Danke. Naja, aber wir schauen uns jetzt erstmal an, was eine meiner Woodblockers so für Werte hat. Die Version, die ich mir random aus dem Postfach gezogen habe, ist diese hier. Eine gesalte Level 72er Woodblocker mit einem Schaden von gefühlt 0. Auf der Waffenkarte hier steht allerdings 20.437, einer Zielgenauigkeit von 93%, die einem auch nichts bringt, wenn man gefühlt nur mit Seifenblasen schießen, die auch noch auf dem Weg zum Gegner zerplatzen. Eine Handhabung von 86%, eine Nachladezeit von 3,4 Sekunden, eine Feuerrate von 10,14 und eine Magazingröße von 20. Meine hat, naja, unterschiedliche Bonuswerte auf der Waffenkarte, die halt eh kaum was bringen. Als roter Text steht auf ihrer Waffenkarte: Ohne Woodblocks darfst du dich nicht wundern, wenn nichts läuft. Das scheint allerdings ein Schreibfehler zu sein, den wir jetzt mal schnell beheben. So, jetzt passt der Aal. Meine Version des krassen Schießprügels hat gerade das Korrosionselement, das Ding kann aber auch mit Feuer, Schock, Kryo und Strahlung auftauchen, wobei sich auf der Waffe jedes Element wie ein sechstes Element anfühlt, das ich jetzt lieber nicht weiter beschreibe. Aber auch wenn ich schon weiß, was dieser Spazierstock mit fünffach zoomen kann, schauen wir uns trotzdem mal an, was Spieler erwartet, wenn sie das Glück haben, eine Woodblocker in ihr Inventar schrauben zu können. Feuert man mit der Waffe, schießt diese in einem 4-Projektil-Burst-Schuss und während die Kugeln zum ausgewählten Gegner flattern, wünscht man sich, man hätte das Teil niemals gefunden. Ihr Schaden ist auf allen K-Stufen ungefähr so, als wenn man mit einem Löffel Pudding versucht, gegen den Hype zu kämpfen, aber dafür hat die, nennen wir es mal, Waffe ein M-Shield, der, wenn er Schaden erleidet, den Waffenschaden für 6 Sekunden lang erhöht. Um den Effekt zu nutzen, müsst ihr also nur mit einem für kurze Entfernung zu hohem Zoom durch die Gegend laufen und hoffen, dass ein Gegner den Schild der Waffe trifft, damit ihr den erhöhten Schadensbonus bekommt. Einfach, ja, echt ein geniales Teil, diese Woodblocker. Aber sind wir mal fair. Die Woodblocker ist schon in der Lage, auf allen K-Stufen inklusive Chaos 10 und 11 Schaden zu machen, ist aber keine Waffe, mit der ihr das Spiel dominiert. Mit passenden Builds ist es wahrscheinlich sogar möglich, halbwegs brauchbaren Schaden aus der Schleuder rauszuquetschen, aber sind wir mal ehrlich, hat man mit anderen Scharfschützengewehren doch wesentlich mehr Spaß. Trotz alledem hat bei mir die Woodblocker einen festen Platz in meinem Herzen, denn sie fehlt, seitdem ich auf Twitch bin, in nahezu keinem Borderlands-Stream. Und wenn doch, muss ich, wie gesagt, halt nur einmal in mein Postfach schauen. Ich wette, irgendwann kommt der große Tag für die kleine Woody, an dem auch sie mal einen größeren Schadensbuff bekommt und mit ihren Waffenkollegen ins Land des Schadensausteilen reisen kann. Aber kommen wir jetzt mal zu der Bewertung von dem Moped. Durch ihren Schaden, ihren M-Shield, ihren Zoom, ihre Drop-Häufigkeit, ihre diversen Elemente, ihren roten Text, ihrem Visier, ihre Hartnäckigkeit, ihre Optik. Weiter, gebe ich ihr auf einer Skala von 1 bis 10 eine 1. Falls euer Tresor also noch nicht wieder komplett gefüllt sein sollte, jetzt nachdem man nach der Level-Cap-Erhöhung wahrscheinlich wieder mehr Platz im Tresor hat, lasst doch einfach einen Platz für die Woodblocker frei und freut euch, wenn ihr mal wieder durch den Tresor scrollt auf der Suche nach einer Waffe, die Gegner umnieten kann. Ich würde mal sagen, das war's auch schon wieder mit diesem kleinen Guide zu Woodblocker.
Wenn euch das Video gefallen hat, kommentiert gerne den Daumen nach oben, liked den Abonnier-Button oder talkt zu Lilith. Haut da rein!